Herzlich willkommen am Köln-Ehrenfelder Küchentisch zur ersten Folge Pfalz entkorkt. Und die erste Folge muss und kann natürlich nur handeln und ausschließlich von dem Pfälzer Original, das wir alle lieben, das wir alle gerne trinken, dem Gewürztraminer. Der Gewürztraminer fand seine Verbreitung in Europa wahrscheinlich vom Pfälzer Becken raus. Und noch heute in Rot im Rosengarten stehen die ältesten Gewürztraminer-Reben der Welt, die dort vor dem 30-jährigen Krieg in den 1630ern gepflanzt wurden und heute noch Ertrag bringen. So, das Weinhaus Zöller aus Hirweiler eröffnet den Reigen mit einer Gewürztraminer Spätlese, 2019er Jahrgang. Spätlese heißt natürlich, wir haben hier ein bisschen Restsüße, die steht ihm aber ganz gut. Hat zarte 11,5% Alkohol nur. Wir sehen schon schön hochfarbig. Super saftige Einstiegsqualität. Feine Frucht hinten raus, die alles hat, was ein Gewürztraminer braucht. Volle Frucht voraus, bisschen Rose, bisschen Litschi, bisschen die tropische Aromatik stelle ich mir sehr, 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 sehr gut vor mit ein bisschen Pfälzer Küche. Next! Gewürztraminer Durst braucht Wurst als ordentliche Stulle mit Apfelmus, Röstzwiebeln und Schnittlauch. Wein Nummer 2 vom Weingut Kreiselmeier aus Neustadt Lachen. Jutta und Simon Saalfrank machen da diesen wunderbaren Gewürztraminer, ebenfalls 2019er Jahrgang, allerdings mit Lagenangabe vom Diedesfelder Berg. Etwas schlanker, etwas straffer, wir haben ein bisschen lebendigere Säure, die ein bisschen vertikal zusammenhält. Das Ganze ist weniger süß als der erste, das heißt, wir gehen hier schon ein bisschen in die Richtung ernsthafte Speisenbegleiter. Für die Vegetarier gibt es Kürbis aus dem Ofen, schnell gemacht, schnell fertig. Last but not least, das Weingut Grasmück, 100 Retro-Punkte für die wunderbare Ausstattung. Mit Simon Grasmück, ein Mitglied der Jungen Pfalz. 2016er Gewürztraminer vom Birkweiler Rosenberg. Wir sind in der Südpfalz. Der Birkweiler Rosenberg ist eine Lage, die wie die anderen Weine auch lehmhaltig sind, mit sandiger Auflage. Ein Boden, der besonders geeignet ist für Gewürztraminer. Auch hier eine glockenklare Aromatik, wunderschön rausgearbeitete Säure. 2016, 4 Jahre alt, bestimmt noch keine Reife für einen Gewürztraminer. Obwohl der Traminer selbst eine Rebsorte ist, die mit Reife immer besser und immer komplexer wird. Und Gewürztraminer kann auch feine Küche. Ravioli mit Pfälzer Leberwurst in Majoranbutter.